Angelika Winzig, ÖVP, ist an Bord. Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat kein Widerspruch. Die Betriebe brauchen weniger Regulierungen, dennoch brauchen sie Normen für ihre Kunden-, Lieferanten- und Produzentenbeziehungen. Normen sind anerkanntes Wissen von der Praxis für die Praxis, so der sogenannte Stand der Technik. Allerdings sind moderne Rahmenbedingungen erforderlich, die wir heute mit diesem Gesetz beschließen werden. Für die österreichischen Unternehmen mit einer Exportquote von 60% ist natürlich auch die europäische und die internationale Normung von großer Bedeutung. Daher ist es wichtig, dass unsere Betriebe vertreten sind durch Normierungsorganisationen beim europäischen und internationalen Normungsprozess. Und da die Normenflut und die Intransparenz häufig Kritik beim alten Gesetz war, wird der Prozess, der Normungsprozess, aber auch die Normungsorganisation zeitgemäß aufgestellt. Normen sollen künftig nur mal auf Antrag erfolgen. Ein verstärktes Aufsichts- und Beratungsrecht, nicht Lenkungsrecht, Herr Kollege Schellhorn. Es stimmt, es ist ein großzügig bemessener Beirat, aber es ist ein Beirat und keine Lenkungsinstitution. Es kommen klare Anforderungen in der Geschäftsordnung, wie ein jährliches Arbeitsprogramm, eine Streitschlichtungsstelle, und für mehr Transparenz wird eine Datenbank, aber auch die Veröffentlichung der Normungsteilnehmer sorgen. Summa summarum, eine moderne Neuorganisation des österreichischen Normenwesens. Erfreulich für KMUs ist, dass künftig keine Teilnahmebeträge für die Mitarbeit in den Komitees erforderlich sind, dass rein österreichische Normen, auf die in Gesetz und Verordnungen verwiesen werden, kostenfrei sind, aber auch, und da kommt noch ein Abänderungsantrag, dass der Kostenvorschuss die letzte Barriere in diesem Gesetz fallen wird. Ich bin überzeugt, Normung neu bringt nun wesentliche Verbesserungen im Sinne der Unternehmen. Das bestätigt auch die Bundesspartenobfrau von Handwerk Gewerbe, die Frau Renate Scheuchl-Bauer-Schuster, in ihrer Presseaussendung. Ja, mit diesem Gesetz setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Bürokratieabbau, in Richtung Klarheit, Transparenz und Kosteneffizienz. Und ich würde mich freuen, wenn alle diesem zustimmen würden. Eine Vereinfachung statt der Normenflut sowie mehr Transparenz und Ersparnisse für die Unternehmen bringe das Normengesetz 2016, sagt Angelika Winzig von der ÖVP.